Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir das Ninja Theater uns angeschaut, haben Jutsus verwendet, Schattendoppelgänger, haben Rasengans abgefeuert, nein. Und jetzt heute ist das Wildnis, also das Wilde Western Set dran. Mit Cowgirl in der Wildnis. Da bin ich schon gespannt. Na dann, let's go. So langsam aber sicher kriege ich das Gefühl, dass es von Anfang an geplant war, dass also von dem Stück selber, dass das so verläuft. Dass Peach von Anfang an mit eingeplant war. Bester und einziger Salon. Sie sind weg, keine Sorge. Okay, nur die helleren Kisten kann ich was mitmachen. So. Steckt sich hier auch irgendwer? Wir müssen halt alles absuchen, ne? Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Wenn wir einmal was übersehen, nehmen wir nämlich so einen Funkelkristall nicht mit. Und wir wollen ja alle mitnehmen. Hau rück! They are on fire. Ja, ich krieg ein Pferdchen. Hoffentlich. Pferdchen wenig. Okay, ich weiß, wann ich abspringen will. Aufhören! Da ist ein Fiesling drin. Hab dich. Naja, so viel besser würde ich jetzt nie sagen. Eigentlich will ich ja das, was bei den anderen da ist, zuerst holen, ne? Aber ich glaube, ohne das Power-Up, was ich jetzt hier bekomme, käme ich da sowieso nicht dran. Immer wieder schön, diese Sequenzen. Hm,
neuer Sheriff ist in der Stadt. Okay, ich glaube, ich hätte das im Vorfeld holen müssen. Warte mal, Steuerung. Ich zeig mal, ich mit dem Lasso drauf hab. Weg mit euch! Endlich gerettet! Zur Not gehe ich nach dem Level nochmal rein und hole ihr eine Funke. Falls ich jetzt nicht nochmal vor in den Laden komme. Okay, ich muss das nochmal im Nachhinein holen. Mein edles Ross. Nochmal was ich vermasselt habe. Euch kriege ich. Tschüss. Meins. Geh damit. Ja. Fiesling wie dich können wir doch nicht einfach machen lassen, was er will. Hab dich. Ich habe das Gefühl, ich habe noch mal einen Kristall verpasst. Aber schön, dass die auch in der festen Reihenfolge sind. Vom Sammeln her. Komm, schieß wieder. Bombfass. Am besten ohne, dass was im Weg ist. Ich habe drei Dinger verpasst. Oh, plus die Schleife. Wir gehen hier definitiv nochmal rein. Für den ersten und den zweiten weiß ich ja, wo die verpennt, aber wo habe ich den vorletzten verpennt? Plus die Schleife. Okay, wir gehen ja jetzt instant nochmal rein. Wir sehen uns aber an den Stellen, wenn ich nochmal in ein Stück nochmal rein muss. Wir sehen uns da dann wieder.
wenn an den Stellen, wo ich dann auch reingepfiffen habe. Also nochmal rein. So, jetzt bin ich wieder hier. Hätte ich sie die Dinger aufschießen lassen sollen? Scheinbar ja. Ja genau. Schießt mal hier alles kaputt. So, jetzt habe ich den Stern hier. Ich schaue mich hier gerade noch mal um. Ich kann hier mal alle Fässer zerschießen lassen. Okay, das hat nichts ausgewirkt. Und umnieten kann ich die so gesehen auch nicht. So, ich denke mal, dass ich hier an der Stelle eventuell irgendwas übersehen hatte, weil ich habe ja auch diese Posenstelle nicht gesehen. Fällt mir so im Nachhinein ein. Ich hatte übrigens keine Auswahl, ich bin automatisch draufgesprungen. So, diesmal habe ich den bekommen. Es macht übrigens keinen sonderlich großen Unterschied, wenn ich die einsammle, die ich schon mal hatte. So, hier habe ich direkt was übersehen. Wahrscheinlich darf ich nicht instant da rein. Ja, hier ist die Posenstelle. Aber wo ist die Schleife? Die habe ich doch auch dann übersehen. Okay, den Stern habe ich, aber wo ist Schleife? Hatte ich vielleicht doch die Auswahl, nicht auf das Pferd zu hüpfen? Weil hier kommt jetzt nur wieder der Bosskampf. Wir sehen uns nach dem Bosskampf wieder und danach suche ich noch einmal das Level up nach der Schleife. Ach, hier war die ganze Zeit die Schleife. Ich musste nur den Typen hier anleuchten. Ah, okay. Dass ich den übersehen habe, ist schon ein bisschen traurig. Na gut, wir sehen uns dann am Ende vom Level wieder. Ich habe jetzt hier wirklich alles nochmal abgesucht und habe genau das nicht gesehen. So, hat drei Anläufe gedauert, aber jetzt haben wir hier alles. Könnten wir uns das Gaukelkleid doch mal an. Das sieht irgendwie hässlich aus. Aber das Gaukelkostüm, das war auf jeden Fall stylisch. Dann kaufen wir bei dir uns noch das ein oder andere, wenn ich jetzt so viele Münzen zusammengesammelt habe. Das war nicht mal meine Absicht. Ich kaufe einfach nur, weil good to have. Ich habe das Gefühl, für was anderes sammelt man die Münzen hier eh nicht. Na gut. Dann haben wir den Bereich jetzt, wie gesagt, auch abgeschlossen. Beim nächsten Mal geht es in den Kochbereich. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.